Und willkommen zurück zu Let's Play Anno 1404, der letzten Kampagne. Ich weiß gar nicht, wie sie halt heißt. Ich bin fix und fertig mit den Nerven, denn das Ganze auf Zeit ist absolut nicht mein Ding. Aber gut, muss der halt... Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Nein. Lucius seinen Dorn. Nein. Lucius ist dem Wahnsinn anheimgefallen. Wie sonst sollten wir seine Handlungen deuten? Tja, das frag ich mich auch. Gut, die Alte braucht... ihre Schiffsladung zurück. Das bedeutet, wir müssen hier hinten hinfahren. Außerdem sollten wir uns langsam auch um eine andere Produktion kümmern, nämlich nehmen wir Hanf. Die Seilerei hat kein Werkzeug. Gut, pass auf. Einmal Werkzeug bitte mitnehmen. Runterfahren, dann kannst du auch gleich Stein holen. Das ist gut, dass wir weitaus weniger Ressourcen brauchen für den Dombau. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom ver... 300 und 200, das geht, das ist in Ordnung. Ach, wunderbar. Ich habe keine Angst. Ich glaube, das klappt alles so, wie es soll. Und du fährst mal bitte nicht in die Schiffe des Gegners rein. Sonst kriegen wir beide ein Problem miteinander. So, du wirst noch angepflanzt. Zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Spione von Lucius. Wir müssen sie fangen, bevor sie hier noch großes Unheil anrichten. Jo, machen wir. Aber vorher einmal bitte noch Holz. So, wo waren wir stehen geblieben? Zwielichtige Gestalten, genau. Da ist schon mal der einer. Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor... Ah, sei bitte ruhig, sei bitte ruhig. Das war der zweite? Wo ist denn der zweite? Waren doch nur zwei, oder? Ja. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich finde ihn jetzt nicht auf die Schnelle. Da ist keiner bei. Die sind so komisch dunkelblau. Da! Ihr habt die Spione. Das ist... sehr schön. Ja, damit haben wir uns wieder ein wenig gerettet. Okay, und wir können hier die Seilerei wahrscheinlich gleich bauen. Sobald denn Holz mal abgeholt wird. Dauert noch eine Weile. Du nimmst am besten schon mal den Stein mit. Außerdem holst du von unten den Quarz. Wie sieht's sonst aus mit Nahrungsmitteln und allem drum und dran? Leinenkutten sehen gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Brot immer noch nicht optimal, aber schon viel besser. Glas haben wir auch jede Menge. Und wir haben noch Quarz und Gewürze haben wir auch. Och, sehr schön. Das ist alles super, das hat sich wieder wunderbar eingependelt. Wie sieht's aus mit dem Dombau? Der Nachschub an Baumaterial... Wenn ihr mich fragt, es gibt hier... Seid der ruhig. Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wir kennen den Spruch. Ich habe jetzt erstmal den Bau angehalten, es wird auch eine Weile so bleiben, so lange bis wir uns wieder imstande sehen, weiterzubauen. Außerdem kriegen wir dadurch mehr Geld und können wieder ein bisschen was anhäufen. Du kommst mit, du bist die... Materialkiste für die Alte. Das Schiff fährt oben rum. Wir nehmen Quarz mit. Außerdem Stein. Nee, Stein wurde abgeholt. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Hier unten ist alles soweit eigentlich in Ordnung. Die Dattelplantage wird nicht abgeholt. Warum nicht? Hast du keinen Weg? Doch, musst du ja. Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Der ist wahrscheinlich so beschäftigt, damit den Rest abzuholen. Ach, ich weiß. Datteln sind voll. Datteln sind voll. Wetten? Na, wunderbar. Sehr schön. Das heißt, die sind alle super glücklich, alle zufrieden und das ist auch gut so.
Du fährst noch weiter. Genau, du kannst jetzt eigentlich schon direkt zu ihr fahren. Hier können wir jetzt die Seilerei bauen. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Juhu. Was bringt mir das? Nüscht. So, du kannst wieder nach oben fahren. Bringst auch gleich die Brote mal weg. Brote jetzt eigentlich in Ordnung? Naja, fast. Okay, und weil wir gar nicht mehr so viel Werkzeug... Sehr ruhig. So viel Werkzeug brauchen. Wir brauchen ja hier wirklich nur noch 106. Na gut, 320 nochmal. Das ist egal. Das ist völlig egal. Kriegen wir schon hin. Das reiße ich jetzt einfach ab. So, und dann baue ich lieber noch eine Werkzeugproduktion. Nee, Werkzeug nicht, sondern Waffenproduktion. Da. Du bist eine Waffenproduktion, ne? Ja, Waffenschmiede. Gut. Eigentlich würde ich euch ja gerne zu den Größeren werden lassen, zu den Adligen, aber ne. Du bist voll, hier wird auch nichts mehr abgeholt, das ist super. Habt ihr meine Schiffsladung wirklich bergen können? Danke. Das Schiff mag verloren sein, doch die Ladung ist heil. Dieser wertvolle Gegenstand war auch darunter. Er wird euch beim Dombau gute Dienste leisten. Oi, erhöhte Produktivität, meisterliche Glasbläserpfeife. Brauchen wir eigentlich gar nicht, denn so viel Glas wird für den Dombau gar nicht verlangt, oder? Sie sagten, der Kardinal handelt nicht nach Gottes Willen, dass er von meiner Hand vernichtet werden müsse. Ich will diese Bürde gern auf mich nehmen, wenn ihr mich nur dabei unterstützt. Ja, gerne. 40 Tonnen Seile sollen wir also bringen. Sind in Produktion. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Was ist mit dir? Ach Mensch, hier kann gar kein Hanf angepflanzt werden. Gut, hat sich erledigt. Sehr schön. Gehen wir halt hier oben hin. Machen nochmal extra eine Hanfproduktion. Ist hier ein Markthaus? Ja. 1, 2. Und eine Seilerei. Pflanz mal an. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass er über die Felder huschen kann. Warte mal. Das reißen wir nochmal ab. Und du kriegst neue Felder. 1. Ich weiß, mit Punkt kann man drehen, aber ich bin da im Moment zu faul zu. Sehr schön. Bitte beeilt euch. Ich brauche mehr Werkzeug. Nein, brauchst du nicht. Und das weiß ich, weil ich das nämlich ich so gemacht habe. Ich flehe euch an. Schickt sehr ruhig. Gott. Sorry. Aber der geht mir manchmal wirklich tierisch auf den Zeiger. So, Brot ist wieder da. Das ist auch alles da. Genug Stein haben wir. Ah, wunderbar. Was brauchen wir denn oben? Indigo. Ich muss mich langsam mal echt um die Indigo-Produktion kümmern. Ich nehme einfach mal Werkzeug mit und ganz viel Holz. Na, einmal Werkzeug noch. Und dann fahren wir los. Fahren wir hier rüber. Kardinal Lucius muss vernichtet werden. Ja. Wenn du das übernimmst, Pübbi, gerne. Bier. Wir brauchen Bier. Jetzt weiß ich, was uns noch fehlt. Wir müssen die Bierproduktion noch wieder hochschrauben. Oh, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ach, hier kommen nachher Bücher hin. Bücher ist das eine, Bier das andere. Bier. Dann baue ich hier jetzt das hin. Einmal anpflanzen. Warum macht er... Ach so, deswegen. Ja, falsche Taste gedrückt. Alles wunderbar. Das sind leichte Schwierigkeiten. Die kriegen wir wieder überbrückt. So, das Teil stelle ich wohin? Ist alles blöd. Machen wir hier hin. So. Und eine Brauerei. Die allerdings 6 Steine benötigt, die aber schnell da sein müssten. Eine Insel entdeckt. Sehr gut.
Und wir können die Brauerei bauen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Zusätzliches Bier kann nicht schaden. Dann sind unsere Leute wenigstens zufrieden. Und wir brauchen hier oben Glas für die Druckerei. Glas und Stein. Das machen wir mit dem zweiten Schiff. Da bringen wir Glas hoch. Am besten gleich zweimal. Obwohl, Stein können wir auch gleich mitnehmen. Haben wir ja jetzt hier genug. Wird nachher eh wieder runtergetragen, weil die Handelsroute so eingerichtet ist. Aber das ist völlig egal. 40 Tonnen Seile. Wie viele Seile haben wir denn jetzt? Das wüsste ich gerne. Doch so viele. Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Kriegst auch Hanf, ja? Viel zu langsam. Viel zu langsam. Das heißt, noch eine Hanfproduktion. Und einmal Seile. Der Dummbau. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Alles noch gut. Oh Gott, nee. Den darf ich nicht vergessen, Leute. Erinnert mich dran, unbedingt. Der Dom soll außerdem prächtige Fenster aus Glas erhalten. Wir sollten schon jetzt einen Vorrat anlegen. Schließlich ist dieses Baumaterial besonders zerbrechlich. Nein, Glas ist zerbrechlich. Du bist ja ein Schlaumeier. Zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Spione von Lucius. Wir müssen sie fangen, bevor sie hier noch großes Unheil anrichten. Wir haben sie. Oder sind es mehr? Fünf. Fünf? Nee, Glas schmelzen fünf. Na gut, sehe ich jetzt nicht den Auftrag. Ach so, jetzt kommt er erst. Ups. Aber wir haben schon zwei erwischt. Werden doch wohl nicht mehr sein als zwei oder drei, oder? Da ist noch einer. Der Nachschub an Baumaterial. Ihr habt die Spione. Na, was hast du erwartet? Wo war ich stehen geblieben? Ah, das ist immer blöd, wenn er mich so durcheinander bringt. Du bist ein Backhaus. Nein, Backhaus brauche ich nicht. Ich brauche eine Waldglashütte, genau. Wo setze ich die denn noch hin? Hier. So, Nummer 1. Dann brauchen wir... Jetzt bin ich am Überlegen. Ah. Seile. Seilerei. Du bist ein Backhaus. Genau, so war das. Das Backhaus ist natürlich jetzt nicht optimal. Der Weg muss weg. Dann kann da die Seilerei daneben. Wofür ich allerdings Werkzeug brauche. Von seiner Majestät, dem Kaiser. Gott sei Dank. Er ist bereits mit seiner Flotte hierher unterwegs. Ach, ist er das? Oh, der Kaiser kommt uns besuchen. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Keine Sorge, wir haben noch jede Menge Zeit. Wir nutzen diese Zeit voll aus. Du bist jetzt endlich mal angekommen. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Ja, aber die falsche. Ich brauche eine südlichere Insel. Also weiter nach Süden. In der Hoffnung, dort etwas zu finden. Land voraus. Haben wir jetzt hier wieder... Ja, Werkzeug haben wir wieder. Und Seilerei muss jetzt langsam mal gebaut werden, sonst kriege ich echt einen Rappel. Erst 9 Tonnen Seile, wir brauchen noch viel mehr. Ach, guck mal, Waffen haben wir schon. So, hier kann Indigo angepflanzt werden, sehr schön. Werden wir auch voll ausnutzen. Dann bau mir mal bitte hier einen Kontor. Ist zwar der falsche, aber meine Güte, wen interessiert's? Hauptsache, wir haben unseren Kontor. Bauen. Ein Panorias. Und Indigo. Ich schätze mal, zwei reichen völlig aus, oder? Ja, klar. 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5.
So wie hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ich versuche die jetzt in der Nähe der Noria zu bauen. Ach Gott. Kann das hier hinten überhaupt noch abgeholt werden? Tatsache, kann es. So, einmal bitte aufwerten. Genau, dankeschön, damit du schneller abholst. Und dann wird hier so langsam Indigo transportiert. Angebaut erstmal und dann transportiert. Hier ist noch Stein. Stein brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier sonst noch? Die ollen Felder. Das kann eigentlich gleich alles weg. Das reiße ich dann alles ab. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Schön. Guck mal, 4 von 5 Glasschmelzen funktionieren zurzeit. 40 Tonnen Seile brauchen wir. Du bist nicht mein Schiff. Aber du bist mein Schiff. Glas wollten wir herbringen. Steine. Und was wollte ich bauen? Ach so. Die Bücher. 1 und 2. So. Brauchen wir nur noch Indigo. Indigo, Indigo, Indigo. Let's go. Pass auf, du kriegst jetzt die Handelsroute. So machen wir das. Du bist die Santa Maria. Okay, also. Da. Du willst da nichts einladen. Im Gegenteil, du willst ausladen, Indigo. Weil du das hier einlädst. Und es ist die Santa Maria. So, die fährt jetzt nochmal zurück, holt ihren Auftrag ab und dann geht los. Gut, das läuft. Dann haben wir jetzt zwar nur noch ein Schiff zur Verfügung, aber das müsste ausreichen. Gott, was fehlt uns denn noch? Pervy, du kriegst gleich deine Seile. Wenn ich denn irgendwo mal mein Schiff finde.